Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir... Dieses Gebiet geht mir so auf den Nerven, ne? Jetzt weiß ich schon immer, warum ich immer hier den Part starte. In der letzten Folge haben wir einige Parallelquests gemacht mit, ja, wo wir gegen Son Goku gekämpft haben und Krillin, und Son Goku wollte sich nicht in Super Saiyan verwandeln. Das habe ich offscreen noch so zwei, dreimal gemacht, bis ich dann endlich die verdammte Fähigkeit bekommen habe. Super Saiyajin. Bam. So, ich glaube, sonst ist hier nichts Neues, ne? Ach ja, außerdem, meine Kleidung hat sich ein bisschen verändert. Sieht sie nicht schön aus? Hä? Sieht sie nicht schön aus? Das wollte ich jetzt nicht so machen. Das wollte ich auch nicht machen. Egal. Wollte irgendeine Siegesprose machen. Jedenfalls, wir machen in der Story weiter. Ich habe ja jetzt alle Parallelquests, glaube ich, erledigt, die wir zur Verfügung hatten. Ich habe versucht, mit einem Kollegen jetzt online zu spielen. Allerdings hat da überhaupt nichts geklappt. Irgendwie nach zwei Minuten, jeweils nach zwei Minuten immer bin ich rausgeflogen und er auch. Und meine Frage ist jetzt, ist das normal oder ist das heute nur irgendwie so der Fall? Wir haben Montag, den 12.10. übrigens. Und ja, ist das wirklich so Standard? Also fliegt jeder irgendwie nach ein paar Minuten raus, jedes Mal, wenn er online spielt, oder... war jetzt einfach nur heute irgendwie so komisch. Jedenfalls, sehr merkwürdig. Hat nichts gemacht, müssen wir vertagen. Ich würde dann sagen, wir machen in der Story weiter. Trunks, bringen uns zur Cyborg-Saga. Verzerrungen geschehen in einer anderen Rolle. Mayra muss schuld sein, oder Mira. Gehst du auf Zeitpatrouille? Ja. Zur Zeitkammer. Habe ich jetzt überhaupt meine Kleidung was gesagt? Nee, ne? Ich habe die ultimative Muten-Roshi-Kleidung. So heißt sie. Natürlich alles in grün gefärbt, hat ganz schön viel gekostet. Ich bin Level 26, glaube ich. Ein paar Level habe ich bekommen. Aber egal. Die Story ist ja sowieso nicht so einfach. Also machen wir mal. Und Son Gohan ist kein zweifacher Super Saiyajin. Okay. Mr. Satan, echt? Wakamoto. Ist der da noch? Norio Wakamoto? Weil er mich irgendwie an Dragon Ball Multiverse... Richtig geiler Fan-Comic übrigens, wo verschiedene Universen aufeinandertreffen. Sowas wäre Wenn-Universen. Kann ich nur weiterempfehlen. Gibt's auch in Deutsch. What? Wir sind schon in der Zellsaga? Ich habe dich gerettet. Na, was geht? Okay, wir kämpfen direkt gegen Cell. Mr. Satan muss überleben. Ja, super. Übrigens, diese Kapseln, die die Gruppe heilen, die heilen übrigens nicht Charaktere, die beschützt werden müssen, die also die vorgegeben sind, was ich ein bisschen kacke finde. Also ja. Und ja, weiß mit C17 und C18? Kommen die gar nicht vor in dem Spiel? Ich habe die auch, glaube ich, im Intro gesehen. Ah. Was ist das? Ey, geht davon auf Mr. Satan los. Man kann, glaube ich, auch Level von denen angucken, ne? Er ist Level 1. Natürlich ist er Level 1. Oh Mann. Gibt's doch nicht.
Was ist das? Doch, komm mal her. Oh Gott. Ja, wollte ich gerade machen. Also ich bin jetzt schon wieder ein paar Level stärker und trotzdem kriege ich noch auf die Fresse. Ah, verdammt. Wer ich? Wie viel AP muss ich denn noch abziehen? Der ist tot! Finisher. Okay. Geschafft. Er hat mich weggehauen und ich habe es geschafft. Boah, zum Glück habe ich kein Heiter-Item eingesetzt. Ich dachte, da geht ja noch ein paar Phasen weiter. Ah, jetzt wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich weiß, was die vorhaben. Tun C17 und C18 so in die Zukunft von Trunks vielleicht verlagern. Mal schauen. Welcher sehen? Oh nee. Genau. Ich sage, Satan kämpft aus dem Weg. Genau. Er kann fliegen ohne Jetpack. Ich laufe nach. Hilfe! Hey, den Angriff habe ich doch auch. Bist du? Alter, er hat mehr aus als Zell, habe ich das Gefühl. Alter! Ich glaube, der hält mehr aus als Zell. Und das konnte er auch nicht vorher. Der hat mehr HP als Zell. Ich krieg die Krise. War ich das? Ist das? Ja, genau. Komm mal her. Wochenende. Nein. Kann ich auch her. Was er kriegt keiner auf der Fresse. Ist aber jetzt nicht wahr. Na, komm doch näher. Ich glaube, das ist Dorio Wakamoto, oder? Der Synchronsprecher von Cell. Also wo kriegt er auf der Fresse, sehe ich gerade. Wer, der kommt dann auf mich los. Aua. Boah, jetzt hab ich doch mal. Der ist stärker als Cell. Warum ist er stärker als Cell? Verdammt. Ja, habe ich auch gerade eingesetzt. Was? Okay. Was ist das für ein Ding, was der da hat?
Ach man. Oh, ehrlich? Au. Alter, darf ich doch mal. Wo ist das? Ist das voll reingeflogen? Wie ist eigentlich Zell immer noch nicht tot? Er hatte die ganze Zeit nur ein KP, glaube ich. Ja, jetzt kommt er wieder. Jetzt sah hier. Der ausgeglichene Kampf hier. Ja, ne, ich hab da auch Dingens. Vergesse ich eigentlich auch immer. Vergesse mal auch, dass ich diese Explosionswelle habe. Könnte ich mir auch mit schützen oder kontern. Bah. Oh, getroffen, gut. Muss schon sagen. Sah halt im Moment so aus, als würde ich dich treffen. Mehr. Nein, 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 ich bin gleich tot. Boah, ich weiß, so eine Verschwendung. Bei mir ist es gleich so. Was von tot? Oh Mann. Also jetzt kommt noch eine zweite Stufe. Okay. Hat die Arena kaputt gemacht? Die war doch nur ganz. Dafür habe ich noch A gekriegt. Zum Zeitnest. Ja. Das war gut. Aber noch komischer wird direkt in Cäsar gehen. Ich habe nichts auf Screen aufgenommen oder so oder weitergespielt. Falls sich einige erwundern. So, wir machen Attribute boosten. Wir gehen jetzt ehrlich gesagt mal ein bisschen aufs Key, weil ich brauche Key, um mich in den Super Saiyajin zu verwandeln. Also je mehr Key ich habe, desto länger kann ich in Super Saiyajin bleiben. Ja. Ich habe mich übrigens absichtlich noch nicht verwandelt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Zellspiele sich verändern. Möchte die Zeitportale fortsetzen. Ich dachte eigentlich, nach Zell kommt noch so eine zweite Phase oder so und da wollte ich mich verwandeln. Aber machen wir das beim nächsten Mal, wenn ich gegen Zell kämpfe. Wahrscheinlich. Hab ich gesagt, damals start. Und ich habe keine Energiekapsel, keine kleine gehabt. Ich gerade gemerkt, ich habe meine normale eingesetzt. Dreck. Mr. Satan, bei den Zellspielen. Besiege Mr. Satan. Immer noch. Dann komm mal her. Jetzt mal noch kämpfen. Der hat schon wieder mehr AP. Wie ich daneben hau, ne? Hab jetzt ein bisschen mehr Ki, ich glaube schon, ne? Ja. Mein Gott, wie sieht denn das hier aus? Ist das? Boah. Gegen Mr. Satan, meine Güte. Ich auch. Ich möchte euch gegen Mr. Satan in Super Saiyan verwandeln, hallo? Aber den hier mache ich. Ach man, echt. Ich mache meine Strategie. Sich hinter den Gegner verstecken, wenn die ihre Ultimates machen. Was ist das?
Er gibt auf, aber kämpft noch weiter. Wörter aufgibt, sind aber noch ganz schön weiter. Ja, jetzt kommt zum Gohan rein. Oh Mann, der gibt mir jetzt richtig. Halt mal auf. Zack und zack. Und böse Explosion. Böse Springen, meine ich. Oder wollte ich nicht? Ich wollte den einen Angriff machen. Was ist das? Mann, jetzt geht er mir wieder in den letzten Momenten noch auf die Fresse. Bring dieser Angriff überhaupt? Oh, er war ein Volltreffer. Oh Mann, ich muss schon wieder ein Heil-Item einsetzen. Oh, jetzt kommt er. Und frisst das, ey! Der hat abgewehrt. Was ist das? So, das Gefühl, der Angriff ist viel stärker als der Kamea. So, glaube ich so, ne? Ah, meine Güte. Überall fliegen Kamehameha durch die Gegend. Oder war der härteste Kampf, den Mr. Satan je hatte. Und umgekehrt. Finisher. Geschafft. Aber gar nicht so einfach. Ja, weiter. Verdammt, ich sollte mal Heil-Items kaufen. Verdammt. Okay. Die Zell-Spiele scheinen noch normal zu laufen. Also, Kämpfe gegen Zell. Bis jetzt. Son Gohan gegen Cell Junior. Besiege 6 Cell Juniors. Okay. Auch noch normal. Natürlich haben die voll viel KP. Aber bei denen ist das ja auch verständlich. Die waren ja auch fast so stark wie die Cell. Aber trotzdem, so Freezer-Soldaten, die man mit einem Schlag so weghaut, das finde ich ein bisschen lächerlich. Die so lange gedauert haben. Macht das überhaupt einen Unterschied, ob die jetzt stärker gewesen sind? Die waren auch stark genug damals. In echt. Am Schuh und Tenshin haben sie sowieso weggehauen, wie blöd. Bitch, please. Oh geil, Kiko-Kanone. Die will ich auch mal haben. Will ich auch einsetzen. Ich finde Kiko-Kanone. Kiko-Kanone müsste eigentlich einer der stärksten Angriffe in ganz Dragon Ball Z sein. Wenn selbst in seiner halbperfekten Form hier damit aufgehalten werden konnte. Aber nicht mal da irgendwie ein Tension an Stärke irgendwie so mal zu tun hatte, aber Kiko-Kanone ist verdammt stark.
Friss das. Kann ich auch hier. Okay, was bringt diese verdammte Teleportation eigentlich, wenn ich dauernd auf der Fresse krieg, weil ich daneben auch. Jetzt da. Als ob Sangohan. Oh man, jedes Mal. Danke, den Schnan, hilf mir bitte. Die ewige Diskussion, wer stärker ist, Krillin oder Tenshinhan. Eigentlich müsste Tenshinhan ja stärker sein. Ich meine, Tenshinhan war schon immer stärker als Krillin. Krillin hat nur mehr Screen Time in der Serie. Ist eigentlich selbstverständlich, dass Tenshinhan stärker ist. Ich meine, die Energiediskurs von, ja, okay, das ist jetzt nicht so ein guter Vergleich. Gegen Perfect Cell hat er mal die Energiediskurs eingesetzt und hat nichts gebracht, während die Kiko Kanone gegen Semi Perfect Cell was gebracht hat. Aber trotzdem, den Schlamm ist auch immer stärker als Krillin, schon seit Dragon Ball. Außerdem hat er ja auch Meister Kaios Planet trainiert und da ist er eine erhöhte Schwerkraft, was Krillin ja irgendwie, glaube ich, nie trainiert hat. Das ist doch irgendwie klar, da ab dem Zeitpunkt stärker war als Krillin. Ja, okay, der hat jetzt einmal Potenzial, wie er wegbekommt von Oberältesten vom Namek, aber so einen riesigen Unterschied hat er jetzt nicht gemacht in der gesamten Serie. Mal so ganz nebenbei. Mann. Wenn ich die Zellsaga hier fertig habe, dann kann ich wahrscheinlich wieder neue Klamotten kaufen, ne? Und ich meine, so nach jeder Saga muss ich ja schon wieder Geld ausgeben. Ah, ich schwimme doch ja nicht in Geld, hallo? Was? Oh mein Gott, bin ich hier. War kein anvisiert. Da darf ich alleine gegen die ganzen Cell Juniors kämpfen. Super. Oh, was ist das denn? Du kannst meinen ultimativen Angriff einfach so abwehren. Ich krieg die Krise. Oh, Mira, ich dachte, die eine ist irgendwie die Anführerin. Warum reden ja eigentlich alle von diesem Typen? Dabei ist sie doch irgendwie die den Typen überhaupt erstellt hat, die Tower. Tova. Verstehe ich nicht, warum alle den immer so anpreisen, auch wenn er stärker ist. Sie ist doch mehr oder weniger ein Bösewicht, habe ich das Gefühl. Ich meine, sie hat ja den erschaffen. Au. Daneben. Auch wenn es nur knapp war. Aber ich soll es mal ausprobieren, ob das klappt. Los, jetzt nochmal kam er mehr rein. Ach man. Versuch mal dagegen ein paar Kibbel zu werfen. Aua. Son Gohan trägt auch gleich. Ah. Was ist
Okay, der Angriff ist verdammt stark. Obwohl, ich glaube, ich werde ja auch stärker, weil ich ein Saiyajin bin, ne? Wenn ich niedrige KP habe, habe ich ganz vergessen. Ich sollte vielleicht darauf ein bisschen setzen. Mann. Was? Ich habe mich noch durchkommen gesehen da. Hier langsam ist. Ich habe kein Dings mehr. Ich bin nur noch die, ja, super. Und Son Gohan ist auch gleich weg. Das heißt, ich kann mich gleich auch noch den Zelt machen. Was ist das? Den wollte ich eigentlich nicht machen, den Angriff. Und schon ein Angriff, ein Cell Junior haben wir noch gleich. Verdammt, setz es doch ein bisschen schneller ein. Ich will mal sehen, ob das klappt, so dieser Clash. Hier geblieben. Kannst du irgendwann überhaupt verhecken? Kann ich wahrscheinlich die ganze Zeit keinen Schaden bekommen. Aber weiß er nicht. Ich glaube nicht, dass ich das letzte Mal gegen Cell gekämpft habe. Was ist das? Ich habe gerade Cell im Vorbeigehen getroffen. Nein! Ach man, leck mich! Er frisst das. Boah, Hilfe. Er ist mir jetzt so riskant. Tut mir leid. Mach mal so in Budokai 3. Seitwärtsschritt und dann kam er mehr. Ah, Hilfe. War jetzt nicht so gut, aber egal. Warum hast du Zell anvisiert, Mann? War alles so. Ist mir gerade ein bisschen riskant. Obwohl, ich habe ja Angriff jetzt hoch, ne? Kann ich Zell irgendwie fertig machen? Wenn ich ihn so zufällig angreife? Also, das wird ein bisschen knapp hier gerade. Oh nein. Verpiss dich! Das ist jetzt noch einmal kam ja mehr ein. Oh nee, echt jetzt? Wäre mir jetzt viel zu knapp gerade. Boah! Guckt euch meine AP an. Habt ihr euch die angeguckt? Das war meine AP. Mann. Oh Gott. War schwer. Nein, zurück. Erstmal. Erstmal Feierabend. Ich will mal offscreen da mal ein paar Items und dann machen wir weiter in der Erzählsage. Aber ich sag, das war heftig. Oh mein Gott. Ja, mach mal auf 20 und Explosion, ja. Also AP kann ich mit ein paar Heil-Items beikommen, die ich mir hoffentlich jetzt mal holen werde. Aber jetzt genug Geld. Dann würde ich sagen, ich beende die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.